Hallöchen und herzlich willkommen bei Erben der Erde. Ja, im letzten Teil ist ganz schön viel passiert. Ich habe hier unter anderem meinen beiden Kumpels hier wieder frei bekommen und habe diesen Felskristall abbrechen können, mit Ochs Hilfe natürlich. Ja, und nun stehe ich vor der großen Frage, ob ich von dem Händler Kailas Honigfuß nicht doch besser meinen Wolfsring wiederholen sollte, weil ich das Gefühl habe, dass ich den noch brauchen werde. Ja, und ich glaube, es wäre besser, ich hole mir den echt wieder. Nun ist aber Kailas verschwunden, nachdem ich hier meinen Spielstand noch wieder reingeladen habe. Also werde ich ihn in der Wildnis wieder suchen müssen. Dann schauen wir mal, wo der abgeblieben ist. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Hoffe ich. Mal schauen. Ah, da ist eine Waldlichtung. Na? Hier ist er nicht. Ah, jetzt geht die große Suche wieder los. Nach hier unten durch. So. Ja, hier unten geht's, glaube ich, dann wieder raus hier. Also zu dem Hundeschloss, da wollen wir ja nicht hin. War hier nicht noch eine Lichtung? Ja, genau. Ach, auch kein Kailas. Tja, wo ist er nur abgeblieben? Der Lurch. Hier ist noch eine Lichtung. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Ja, dann zeig mal, was du hast. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ja, ich hätte gern meine Wolfskopfringe zurück. Ja, diskutiert habe ich ja schon. Ock hat auch schon sein Glück versucht. Frage ich mal eher um Rat. Ja, vielleicht kannst du unseren Freund überzeugen. Mein Freund, ich repräsentiere den Waldkönig im südlichen Teil des Landes. Die Suche, auf der wir sind, liegt ihm sehr am Herzen. Und ich bin sicher, dass er... Bitte erspar mir dein Flehen. Ich handle nicht mit Versprechen, ich handle mit Bargeld. Aber... Ja, das war doch mal eine klare Ansage. Ja gut, ich glaube, ich komme nicht drum rum. Ich muss ihm den Kristall anbieten. Ja, dann mache ich das mal. Sag mir, ist vielleicht dieser Kristall für dich von Wert? Nun, ja, in der Tat. Also, sind wir im Geschäft? Ja, das sind wir. Der Ring gehört euch, zusammen mit meinem Wunsch, dass er euch Glück bringen möge. Okay. Okay, was hat er denn noch hier? Ein Schal, Stoff und etwas Schnur. Na gut. Ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Naja, und jetzt hat er auch den Kristall. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Wenn ich den jetzt doch noch brauchen sollte, weiß ich ja, wo er ist. Also. Okay, jetzt habe ich ja die ganze Gegend hier abgegrast. Jetzt, ich glaube, es muss jetzt weitergehen bei dieser Schlucht. Da kam ich ja alleine nicht rüber. Hier ist der Steinbruch. Da habe ich ja den Kristall gefunden. Ich glaube, die Schlucht, die war weiter oben. Ja, vielleicht kann mir Ock und Ea dann dabei helfen, über die Schlucht zu kommen. Weil sonst wüsste ich jetzt wirklich nicht, wie es hier weitergehen soll. Das ist jetzt die einzige Stelle, wo ich schon war, aber ich nicht wusste, wie es da weitergehen soll. Also, versuchen wir es mal. Ich glaube, das war das hier oben? Ich glaube ja. Einmal hier rüber und nach oben durch, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, da war hier diese Eiche.
dann müsste doch hier die Schlucht gewesen sein. Ja, genau. Okay. So, Freunde. Kommen wir da irgendwie rüber? Was meinst du, Ock? Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Nein. Aber wo soll ich sonst lang? Wir Elche sind für unsere Trittgenauigkeit bekannt. Ich versuche mal rüber zu springen. Jo, mach mal. Und los. Versuch's. Nun kommt! Worauf wartet ihr noch? Ich warte darauf, dass mir starke Beine und Hufe wachsen. Ja. Okay. Ich schmeiß ihm mal das Seil rüber. Gib Seil an er? Das haben wir bereits. Ach, nee. So ein Ärger. Benutze Seil? Ah. So geht das. Okay. Ja, prima. Und dann rüber. Auf geht's. Los, komm, Ock. Oh, der schafft das schon. Sehr gut. Okay. Hab ich's doch gewusst. Und weiter. Na, wo geht's denn hier lang? Oh, okay. Alles klar. Oh, dann geht das ja hier noch weiter. Ach du meine Güte. Schauen wir mal, was ist denn hier? Ein Dock. Oh, kommt jetzt eine Bootsfahrt? Ja. Der Karte nach müsste es hier eine Fähre geben, die uns übersetzt. Das muss dieses alte Boot sein. Aber ich sehe niemanden, der es steuern könnte. Umso besser. Dann fahren wir eben selbst damit. Ich versuchte es nicht, wenn ich ihr sei. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Wenn ihr jenen Kanal überqueren wollt, dann solltet ihr besser mich befragen. Höflich. Oh, das ist ein Wolf. Jo, ein alter Wolf. Eieiei. Gut, ich gucke mir erstmal hier die Karte nochmal an. Schauen wir mal, wo wir sind. Das ist ja jetzt doch interessant. Aber so wirklich schlau werde ich aus der Karte jetzt hier auch nicht. Oder schauen wir mal, wo wir sind. Erkenne ich da doch irgendwas? Tja, keine Ahnung. Das hier könnte das Startgebiet sein. Hier das Heiligtum, die Höhle und der Wald. Dann bin ich hier durch das Hundeschloss hier durch. Dann habe ich hier die ganze Gegend abgegrast. Ja, dann sind wir jetzt quasi in unbekannten Land. Hier ist die Hütte von Elaras Schwester. Tja, dann ist es jetzt dann wirklich unbekannt. Okay. Ist der Steinbruch? Na gut, dann quatsche ich den alten Wolf mal an. Wir sind auf einer Suche von großer Wichtigkeit und wären sehr dankbar, wenn du uns über diesen Kanal übersetzen könntest. Eure Suche heißet nichts und eure Dankbarkeit gar wenig. Wenn ihr diesen Kanal queren wollt, dann müsstet ihr zahlen meinen Preis. Wie hoch ist dein Preis? Ich frage nicht nach viel. Gern nehme ich Juwelen. Gold wäre bestens. Habt ihr Gold bei euch? Wir sind sehr arme Reisende. Dann sei ich ein armer Fährmann und habe keinen Platz für euresgleichen auf diesem Boote. Ich hab's doch gewusst, dass ich den Ring noch irgendwann brauche. Ja, der ist doch aus Gold. Ja, aber dass ich ihn hierfür brauche, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hast du eine Idee, Ock? Das Wasser, das Geschaukel, die Gefahr. Ich liebe Boote. Okay, ja. Das Wasser, das Geschaukel, die Gefahr. Ich hasse Boote. Okay. Also, pass auf, alter Wolf. Was hältst du denn von dem Ring?
Dieser Ring reichet als Lohne. Ich nehme ihn und wir fahren ab. Tja. Ah, der ist gut. Ihr seid von gutem Gewichte und... Woher bekommtet ihr diesen? Woher? Erkennst du ihn wieder? Wahrlich. Und er verheißt nichts Gutes. Wir sind auf dem Wege. Lehne zurück, es wird dauern. Vielleicht kann ich euch Antworten geben. Kein Preis. Ah, gut. Ich kann ihn ein bisschen befragen. Ja, ich glaube, das wird interessant. Was weißt du über diesen Ring? Ich weiß, dass er einem Wolfhauptmann gehöret und dass man mit diesem nicht spaßen solle. Nun, wo fandet ihr diesen? Sagen wir, ich fand ihn im Quartier des Anführers eines anderen Stammes. Dann gebet es dort eine Allianz. Eine Allianz? Was für eine Allianz? Das weiß ich nicht. Es mag alles sein, vom einfachen Handelsabkommen bis zum Militärbündnis. Das hänget ab von dem Stamme, mit dem die Wölfe sich binden. Und vom Stamme der Wölfe selbst. Angenommen, die Allianz bildete sich mit den Keilern. Dann passet gut auf, denn der Geruch von Krieg liegt in der Luft. Krieg? Mit wem? Mit jedem, der in ihren Weg gerät. Jedes Rudel, welches eine Allianz mit den Keilern bildet, suchet Streit. Ja, das ist in der Tat sehr interessant. Tja. Erzähle uns von den Wölfen der Nordinsel. Dort säen mehrere Stämme. Die Bergwölfe bleiben meist unter sich. Sie mögen nicht gestört werden. Aber wenn ihr auf einen treffet, besteht die Chance, lebend zu entkommen. Oh, das klingt wirklich gut. Die Waldwölfe sind die freundlichsten. Nur ein Rudel großer Hunde, würde ich sagen. Die Schneewölfe leben weit im Norden. Sie sind wenige und leben als Nomaden. Klingt nicht nach jemandem, der etwas mit den Keilern zu tun haben wollte. Na, die, nach denen ihr schauen müsst, werden Jäger der Dunkle Kralle genannt. Wer sind sie? Nikele, Nikele und füttern dich an die Geier. Nur zum Spaße. Delikat. Schön, wie aufmunternd. Ihr Anführer heißet Gar. Er ist der Böseste der Bösen. Wenn es er ist, der sich mit den Keilern zusammentat, bedeutet das großen Ärger. Das klingt in der Tat sehr beunruhigend. Was kannst du uns über die Nordinsel erzählen? Nichts Gutes. Wenn ihr nicht dort geboren seid, dann wird sie sehr unfreundlich sein zu euch. Gibt es dort etwas, worauf wir achten sollten? Ja, alles. Wendet nichts euren Rücken zu. Es mag genau das sein, was euch tötet. Wo ist das Lager der Jäger der Dunklen Kralle? Im Nordosten der Insel. Doch lasset euch nicht täuschen. Sie haben Posten und Spione überall. Was ist im nördlichen Teil der Insel? Ich weiß es nicht. Ich höre Geschichten über seltsame Gebäude, stammen vielleicht von einem toten Stamm, bin nie dort gewesen. Die meisten, die dort gehen hin, kehren nie wieder. Okay. Ja, dann mal los. Nun, dann setzen wir unsere Reise am besten fort. Wenn wir an der Insel ankommen, wird es Zeit sein, ein Lager aufzuschlagen. Ja, wir starten besser früh morgens, wenn wir die Spur des Waschbären aufgreifen wollen. Waschbär? Ihr suchet einen Waschbären? Ja, was weißt du über ihn? Nichts. Ich weiß nichts. Nun lasset mich verschont. Mein guter Wolf, es hängt ein Leben. Ich habe bereits zu viel gesagt. Nun verschonet mich... Oder ich muss euch alle von meinem Boote werfen. Ich schwöre es. Wie kann dieser Waschbär nur solche Furcht in einem Wolf hervorrufen? Das ist offenbar kein normaler Waschbär.
Auf jeden Fall werden wir die Antwort auf jener Insel finden. Vielleicht. Vielleicht findet die Antwort auch uns. Tja. Ja, wir werden sehen. Ja, dann mal los. Okay, hier ist der Anleger. Ja, dann mal los, der Nase nach, würde ich sagen. Soll ich jetzt einmal hier um die Insel rum oder ins Landesinnere? Ich weiß nicht. Ich gehe mal hier rein, erstmal. Irgendwo muss ich ja anfangen. Oh, was ist das? Aha, ein Wasserfall. Komme ich von hier aus dahin? Ich glaube eher nicht, oder? Nee. Nee. Über die Brücke. Ah, interessant. Okay. Schauen wir mal, komme ich da ran? Ah. Oh, hallo. Jemand. Schiala. Aha. Hallo. Au! War es etwas, das ich gesagt habe? Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Wir sind auf der Suche nach Informationen über eine gestohlene Kugel. Eine Kugel? Was ist das für eine Kugel, von der du sprichst? Du kennst die Kugel nicht? Die Sturmkugel. Die Kugel der Hände. Diese Worte sagen mir nichts. Mein Name ist Schiala. Ich lebe in diesen Wäldern. Ihr könnt in Frieden weiterziehen, aber vergesst nicht. Ich werfe ein Auge auf euch. Okay. Das war's? Mehr hast du mir nicht zu sagen? Kann doch nicht sein. Bitte lasst mich in Ruhe. Okay. Dann kommt, Jungs. Schiala, die scheint aber doch irgendwie freundlich zu sein. Was haben wir da? Aha. Sieht aus wie ein Staudamm. Oh, interessant. Komme ich da hin? Nun, was machen wir jetzt? Wir haben keine Idee, wo wir sind. Wir müssen einfach unseren Instinkten gehorchen. Wir sind auf der richtigen Spur, ich kann es spüren. Aber wir müssen weitersuchen. Immerhin können wir kaum erwarten, dass die Jäger zu uns kommen. Oh. Ich habe da einen Plan. Achtung, ich erkläre euch hiermit zu meinen Gefangenen. Legt eure Waffen nieder und bildet eine Reihe. Ich sagte nicht, dass es ein guter Plan sei. Wir können kaum damit rechnen, dass sie zu uns kommen. Naja, Überraschung. Wir hätten tagelang umherwandern können, bevor wir das Lager der Jäger der dunklen Kralle gefunden hätten. Und schon sind wir da. Ja, ja. Wir sitzen hier in einem Käfig und ein Rudel verrückter Wölfe lässt uns nur deshalb leben, damit sie uns später aus Spaß umbringen können. Ja, ich fühle mich richtig glücklich. Ja. Ah, ihr lebt noch sehr gut. Was hat das alles zu bedeuten? Warum habt ihr uns angegriffen? Ich schätze, ich bin wohl ein großer, böser Wolf. Großer, böser Wolf? Das ist gut. Boss, du bringst mich noch um. Bring mich nicht in Versuchung. Was hast du mit uns vor? Für euch habe ich keine Verwendung. Wenn ich Lust dazu habe, sterbt ihr zu meinem Vergnügen einen langsamen Tod. Und du, Fuchs, du wirst eine schöne Zierde für meine Wand werden. Oder vielleicht ein schöner Fußabtreter. Ha! Toll! Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Fühlt euch wie zu Hause. Meine Freunde, macht es euch bequem. Scheint so, als säßen wir hier für eine Weile fest. Meine Güte.
Guten Abend, meine Herren. Endlich stehen wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Ich gehe davon aus, dass ihr drei eine Menge Arbeit hattet, mich zu finden. Das ist etwas untertrieben. Keine Bange, diese Wölfe werden euch nichts tun. Das ist gut. Sehr Bevor gut. ich es ihnen nicht sage, lasst uns ein wenig unterhalten. Okay, jetzt habe ich den ollen Waschbären gefunden. Der scheint aber auch nicht besonders freundlich zu sein. Na gut, dann mal los. Wer bist du? Oh, entschuldigt, meine Manieren sind entsetzlich. Mein Name ist Shota. Wie geht es euch? Nicht gut, danke der Nachfrage. Ja, ich fürchte, so sieht es aus. Du bist ganz schön weit von deinem Stamm weg. Mein Stamm? Ich habe keinen Stamm. Ich habe sehr früh begriffen, dass ich, anders bin. Was hast du mit uns vor? Nun, offensichtlich kann ich euch nicht erlauben, dass ihr meinen Plänen in die Quere kommt. Daher habt ihr die Wahl. Ich kann euch entweder in dieser Zelle lassen, was ihr sicherlich sehr geschmacklos findet. Oder ich könnte euch einfach umbringen, was ihr wahrscheinlich noch weniger wollt. Das nennst du eine Wahl? Ich gebe euch bis morgen früh, über euer Schicksal zu entscheiden. Ich würde Hängen vorschlagen. Das geht schnell und ist nicht so unsauber wie Köpfen. Das, ist das ein wirklich netter Typ. Meine Güte. Sag mir, Chota, die Sturmkugel, ist sie in deinem Besitz? Oh ja, ich hab sie und ich gedenke, sie auch zu behalten. Warum? Was, wenn du das Wetter vorhersagen könntest? Du bist nur ein einzelner Waschbär. Du könntest nur so wenig anpflanzen und ernten. Ah, mein Freund, du siehst nicht das große Bild. Die Sturmkugel ist nur ein kleiner Teil einer viel größeren Macht. Eine Macht, die es mir ermöglichen wird, das Wetter zu steuern. Was? Es ist wahr, kannst du dir das vorstellen? Es regnet, wenn ich es will, und es hört auf zu regnen, wenn ich es will. Es ist heiß oder kalt, wie ich gerade Lust habe. Überschwemmungen oder Trockenperioden hören auf meinen Befehl. Und wonach wirst du entscheiden, welches Wetter du machst? Nun, der Wille des Volkes natürlich. Ich bin ihr Diener. Natürlich werden sie mich zum Gouverneur wählen. Und was passiert, wenn die Stämme dich nicht wählen? Ah, ich fürchte, dass ich dann eher drastische Maßnahmen ergreifen muss. Aber keine Angst, mit mir als Gouverneur werden all ihre dummen Diskussionen aufhören. Es wird Frieden und Ruhe geben. Sonst sterben die Leute. Du hast offensichtlich kein Verständnis für meine Pläne. Ja, ich bin ein narzisstisch gestörter Waschbär. Das ist ja aber interessant. Da wir scheinbar keine gemeinsame Grundlage für eine Unterhaltung haben, lass uns doch einfach in Ruhe. Das mache ich, aber ich werde morgen zurück sein. In der Zwischenzeit solltet ihr gut schlafen, als Vorbereitung für den ewigen Schlaf. Psst, still. Ich bin es, Shiala. Ich komme, um euch zu befreien. Ah, und keinen Moment zu früh. Woher wusstest du, wo du uns finden würdest? Ich wusste, dass ihr letztendlich hier landen würdet. Ihr hattet keine Chance gegen die Wölfe. Es ist schön zu wissen, dass wir so viel Vertrauen ausstrahlen. So, ich habe das Seil durchgetrennt. Ihr müsst euch beeilen. Die Wölfe sind jetzt auf Jagd, aber sie werden bald zurückkehren. Ja, wunderbar. Ja, dann mal raus hier. Oh Mann, ist hier irgendwas, was ich gebrauchen kann? Los, Jungs, raus. Ich glaub nicht. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Eine Feuerstelle. Das Schaf sieht ziemlich leblos aus. Kann ich hier reingehen? Nee. Oder hier? Auch nicht. Tja. Seltsame Zeichen. Wandbehang. Ganz schön böse aussehendes Emblem. Allerdings. Kann ich hier reingehen?
Oh, tatsächlich. Was haben wir denn hier? Getrocknete Lederhaut. Bah, macht er hier niemals sauber? Man sollte meinen, dass sich ein Bandenführer wenigstens einen Diener leisten können müsste. Kann ich das Ding mitnehmen? Das lasse ich besser in Ruhe. Ah, okay. Ein Bett? Bah, völlig verschmutzt. Was ist das? Antike Trophäe. Ob die wohl von den Menschen hergestellt wurde? Tja, wer weiß. Kann ich die mitnehmen? Oh, tatsächlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Oscar oder so. Okay. Was haben wir hier? Ah, ein Beil. Sieht ziemlich scharf aus. Ja komm, das nehmen wir mit. Ein Beil ist bestimmt nützlich. Besser nicht. Gar würde das bemerken. Aber die Statue. Naja, gut. Was, ein Fenster? Kein schöner Ausblick. Na gut, dann raus hier. Nee. Dann hier zum Pfad. Oder? Ja, okay. Oh, wo ist denn hier jetzt gelandet? Naja, geh ich mal hier rum. Okay, hier oben ist das Lager der bösen Wölfe. Da gehe ich mal besser nicht wieder hin. Okay, hier sollten doch auch Waldwölfe sein, die sehr freundlich sind. Mal gucken, ob ich die finden kann. Oh, ziemlich weitläufig hier. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ah ja. Hier ist auch nichts. Meine Güte. Was für eine Insel. Oh mein Gott, was ist denn das? Was zum Geier? Oh meine Güte. Sieht das denn aus? Antike Ruinen? Ei, ei, ei. Meine Güte. Wo bin ich denn hier gelandet? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wer könnte sie gebaut haben? Glaubt ihr, es waren die Menschen? Wer weiß. Jeder Ort, den wir besuchen, scheint seltsamer zu sein als der davor. Und der vorige war wirklich seltsam. Ja, allerdings... Was ist das? Eine Schiebetür. Sieht völlig verrostet aus. Was wahrscheinlich bedeutet, dass wir über diesen Weg nicht hineingelangen. Schade. Meine Güte. Was? Oh. Fenster und noch eine Schiebetür. Oh oh. Geh ich mal rein. Was zum Teufel? Was ist das denn? Riesiger Metallpfeil. So eine Struktur habe ich nie zuvor gesehen. Das ist verdammt gruselig. Gebogene Stahlplatte. Im Falle eines Angriffs wäre das ein wunderbarer Schutz. Ja, bitte, bestimmt. Eine Kiste? Ich frage mich, was hier drin ist. Öffne Kiste.
Ich bekomme die nicht auf. Ich frage mich, was hier drin ist. Kannst du denn die große auf? Ich bekomme die nicht auf. Ock vielleicht? Hier ist es ziemlich unordentlich, darum gefällt's mir hier auch so gut. Okay. Kabelrolle. Das ist ein dickes schwarzes Kabel mit kleinen Metallstreifen drin. Kann ich das mitnehmen? Ja. Okay. Was haben wir hier? Glashaube. Das gehört vielleicht zu einem größeren Gerät. Ach du meine Güte. Oh. Licht haben wir hier auch noch. Interessant. Tja. Dann gehe ich mal weiter. Wer weiß, was es hier noch gibt.